Hallo, schönen guten Tag. Hier befinden wir uns im Flammerfeld. Hier auch noch ein bisschen Geschichte von der Familie und so weiter. Hier sind wir 72 hingezogen und haben bis 74er gewohnt. Hier ist das ein Modell von dem berühmten Raiffeisenhaus, wo der Herr Raiffeisen geboren worden ist. Dieses Haus ist ja nun Modell. Befindet sich etwa 500 Meter in der Raiffeisenstraße. Da ist das originale Geburtshaus von Herr Raiffeisen. Aber in dieser Straße haben wir etwa 3 Häuser entfernt gewohnt. Von diesem Raiffeisenhaus entfernt. Wenn wir das aber gucken, das hier ist Flammerfeld und ist immer schon ein Luftkurort gewesen. Wenn wir hier etwa 800 Meter hingehen, haben wir den Kneipp-Tretfußpfad. Da kann man reingehen in so ein Becken und durch. Das haben wir als Kinder sehr gerne gemacht. Dann haben wir natürlich hier, wenn wir diesen Weg weitergehen würden, 3 Kilometer. Das haben wir immer im 4. Schuljahr gemacht, gegen die Klassen. Die älteste Eiche hier in unserer Gegend, die ist riesengroß. Da konnten wir mit der ganzen Klasse gerade mal die Eiche umringen. Ja, was habe ich noch hier so interessante Dinge erlebt? Wo wir klein waren, hatten wir so einen kleinen Kermesplatz und einen großen. Wenn die kleine Kermes war, war die in der Nähe, wo heute das Verbandsgemeindehäuschen steht oder was das da ist. Und da war eine Pomfritzbude und ich habe da Pomfritz geholt. Und da war einer, ein Redakteur, der war der Redakteur, hat er mir dann auch erzählt, von Wim Tölke. Wim Tölke kennt ja jeder noch. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt. Oder viele kennen vielleicht Wim Tölke mit dem kleinen Hund. Da gab es später noch ein kleiner Elefantchen und so weiter. Was war noch gewesen, wo ich mir noch erinnern kann? Ich wurde immer losgeschickt für die ganze Familie. Da habe ich diese großen Typen Pomfritz geholt. Da waren so 2 bis 3 Typen. Wie heute üblich noch in den Niederlanden, da mache ich immer gerne noch in die Tüten den Pomfritz holen, weil gerne der Günther hat Pomfritz geholt. Und immer wenn ich dann als Kind so 72, 73 durch die Straßen gelaufen bin und ich durch die Fenster gesehen habe, habe ich die Farbfernsehen gesehen. Wir selber hatten noch ein Schwarz-Weiß-Fernsehen und der Günther war ja ein absoluter Fanatiker, der Hotz-Günther, der Bruder, ja, da war ja jeder. Der wollte unbedingt dann auch ein Farbfernsehen haben. Dafür die ganze Familie. Wir hatten nur Schwarz-Weiß. Da sagt der Vater, okay, wir kaufen uns ein gebrauchtes. Da war es ein Nordmendel in Weiß. Da weiß ich, und das erste Mal haben wir dann in Farbe den ersten Film gesehen. Der war lautlos im Weltall. Da war das so unbegreiflich. Erste Mal von Schwarz-Weiß ein Buntfarbfernsehen. Ja. Und heute guckt man wieder umgekehrt mal einen Film in Schwarz-Weiß gerne wieder. Aber trotzdem, Farbfilm war schön. Farbfilm ist ja erst in Deutschland, das erste Farbfernsehen 67 auf den Markt gekommen. Richtig, und wir hatten dann eben 5 Jahre später das erste Farbfernsehgerät. Ja. Wir haben auch noch viele Sachen hier erlebt. Eine Sache, die wurde mir berichtet von den Uwe und Günther. Wir hatten am Anfang nicht den 90er LKW. Wo ich auch schon mal berichtet habe, weil wir mit dem 90er LKW, mit dem Ladekran, den Grabstein von Schinderhannes seiner Frau in der Kirche hier oben im Flammenfeld hingebracht haben. Wir hatten am Anfang einen Matador, einen Tieflader, und davor haben wir die Autos mit einer Seilwinde hochgezogen, hatten 2 Leitplanken, die Leitplanken haben sich am Ende, da waren vorne so 2 Dinger, dass sich die Leitplanken mit hochziehen, aufgeladen. Und einmal ist ein Auto von diesem Matador runtergefallen, aber zum Glück nichts passiert. Dann wurde noch mehr abgesichert. Deswegen ist Fahrzeugsicherung, Ladesicherung sehr wichtig, da achten wir extrem drauf. Ja, welches fällt mir noch ein? Ja, in der Schule, die Grundschule, die 400 Meter war, hatte ich das erste Erlebnis mit der Kunst. Ich hatte den 2. Platz bekommen im Malwettbewerb der 4. Klassen. Das war schön gewesen. Flammerfeld ist echt eine schöne Ortschaft. Es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Es ist ein Luftkurort. Wir haben das Raiffeisenhaus, die Geburtsstätte. Wir haben den Kneippfad. Wir haben sehr schöne Waldgegenden. Wir haben dann oben die Kirche. Ich kann nicht garantieren, ob noch der Grabstein drin ist von den Frau von Schinner. Ich glaube ja. Davor stehen auch noch schöne Sachen. Die Kirche sollte man auch unbedingt ansehen. Es sind sehr schöne Sachen drauf. Aber wir wollen das mal ein bisschen Schluss machen. Da war auch noch ein bisschen Familiengeschichte. Ciao, ciao, euer Manni.